Moin und herzlich willkommen auf dem Channel von Pokémonie. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video, zum dritten Teil, zum Finale des 100 Abo Specials. Auch wenn der Abonnentenstatus aktuell 98 anzeigt und sich zwei Abonnenten mittlerweile leider wieder von uns getrennt haben, soll uns das nicht davon abhalten, das 100 Abo Special fortzuführen, denn Hanuro D ist der 100. Abonnent gewesen und hat es uns ermöglicht, die drei Boxen zu öffnen. Ja, liebe Leute, weg von unserem Titelblatt 100 Abo Special Teil 3 Finale. Ihr wisst, im ersten Teil haben wir die Flamara Box geöffnet, im zweiten die Aquana Box und im dritten natürlich öffnen wir so ein kleiner Hinweis, meine Autogrammkarten. 4 sind, 5 sind noch vorhanden, eine geht weg, nämlich die 11 von 10 geht weg, da ich weiß, dass Pokéjules, lieber Pokéjules, herzlich willkommen auch bei diesem Video, schon einen Brief an mich geschickt hat. Ja, da ich viele Leute grüße, möchte ich hier auch Phil, Kai Jürgens, Susi, Sid und auch Tizzle grüßen. Ich hoffe, ihr seid noch aktiv und schaut meine Videos. Und auch alle, gleichzeitig liebe Grüße an alle, die das Video schauen. So, das heißt, ich habe noch 4 Autogrammkarten hier. Das sind die erste Edition. 12 von 15, 13 von 15, 14 von 15, 15 von 15. Es wird lange Zeit keine Autogrammkarten mehr geben. Das heißt, wer von diesen 4 eine ergattern möchte und auch kann, braucht mir nur einen Brief schicken an Pokémonie. Die Adresse wird unter dem Video nochmal wiedergegeben. Ja, und ihr bekommt natürlich auf meine Kosten eine Autogrammkarte zurückgeschickt. Ich freue mich über alles. Schreibt einen Brief, malt ein Bild. Habt ihr Pokémon-Karten, die ihr dem Pokémonie-Channel schenken wollt, dann bin ich da super glücklich drüber. Denn jede Karte, die von euch kommt, ist extrem wertvoll und selten. So, der Fanpost-Ordner ist immer noch nicht fertiggestellt. Ich werde nachher nochmal hinterhergehen. Und bei der lieben Firma RS-Werbung in Norden anklopfen und fragen, ob sich schon irgendwas geändert hat am Status. Dann werde ich euch aber, sobald es da ist, werde ich es euch zeigen, damit ihr wisst, dass die Briefe, die Elemente, die ich von euch erhalte, auf allerhöchstem Niveau geordnet, sortiert, verpackt und aufbewahrt werden. Ja, Leute, heute geht es weiter mit der dritten Evoli Evolution Tin Box. Und zwar dem Blitzer. Ja, warum Flamara als erstes, Aquana als zweites und Blitzer als drittes? Ich würde sagen, Flamara haben wir als erstes genommen, um warm, heiß in das 100 Abo Special zu kommen. Aquana, um auf ruhigem Wasser auf der gleichen Welle zu bleiben. Und Blitzer haben wir genommen, weil wir jetzt in der dritten Tinbox den absoluten Schock haben wollen. Ja, die Tinbox an sich. Ihr seht auf der Tinbox, wie ich es im ersten auch schon gezeigt habe, sind die drei Evolution der ersten Gen, Pokémon Edition, Rot, Blau, Gelb, drauf zu sehen. Den Text hinten drauf lese ich euch auch gerne noch einmal vor. Und zwar steht dort, Pokémon Sammelkartenspiel. Auch niedliche Pokémon GX kämpfen gerne. Alle lieben die energieladene Entwicklung von Evoli mit den großen Ohren. Entscheide dich für das hydrodynamische Aquana GX, das elektrostatische Blitzer GX oder das feuergefährliche Flamara GX in der Tinbox elementare Macht des Pokémon-Sammelkartenspiels. Jede dieser fantastischen Tinboxen enthält ein super niedliches Pokémon GX, das durchaus fähig ist, deinen nächsten Kampf in einen schnellen Sieg zu verwandeln. Ja, absolut heiß. Die ersten Evolution von Evoli. Evoli ist das mit geilste Pokémon, wenn man möchte, da es sich in jede andere Version verwandeln kann. Ja, wir haben hier die Blitzer GX-Form, die wir eigentlich auch so entfernen können. Yes. So, meine Sleeve habe ich hier oben liegen. Da Karten bei mir sofort geschützt werden, um keinerlei Schaden von sich zu ziehen. Aber hier hat sie einen Knick bekommen. Leider. Da die Pokémon Company noch kein... Also bis zu diesen Boost-Tinboxen noch kein wirkliches Mittel gefunden hat, die Karten so zu verpacken, dass sie unbeschadet weiterkommen. Wobei mich das nicht stören soll, dass es hier ein kleiner Knick jetzt hat, da ich dieses Blitzer in meinem Pokédex abhaken kann. Ja, Blitzer GX mit 200 KP, Attacke Elektrokugel, Kopfblitz und schneller Lauf GX. So, ich werde diese Karte... Moment, der Online-Code ist erstmal für euch, der kommt gleich.
Ich möchte einmal die Tinbox frei machen. So. Damit auch diese Tinbox wieder in den Hintergrund wandert. Damit ich die heute gezogenen Pulse aus der Blitzer GXbox dort sammeln kann, welche wir vielleicht in diesem Video, vielleicht auch erst im nächsten Video, noch einmal individuell durchgehen wollen. Um zu schauen, was war denn jetzt die beste Box? Vielleicht Flamara, vielleicht Aquana, vielleicht doch, so wie erhofft, der große Schock, der positive Schock im Blitzer-Tin. Wir werden es am Ende sehen. Hier erstmal für euch der Online-Code aus der Blitzer GXbox. Ich lese einmal wieder kurz vor. ZKQ6P96XQWNRV. So, ihr seht, ich werde den Code für mich zerstören. Der soll für den ersten von euch sein, der sich die im Online-TCG-Spiel eingibt, welches ich selber noch nicht spiele, aber ihr habt es vielleicht erfahren, meine Reise wird nach Stuttgart gehen, arbeitsbedingt, und dort werde ich, denke ich, die Zeit haben, da ich alleine bin, Familie bleibt hier, zwischen den Schichten ein bisschen TCG online zu spielen. So, nicht viel Gequatsche. Wir kommen wieder zu 4 Boostern. 2x Teams und Trumpf. 1x Sturm auf Firmament. Und ein Booster Sonne, Mond, Classic. Ja, normalerweise beginnen wir immer mit den ältesten Booster, glaube ich. Gestern haben wir sie gemixt. Was ich heute auch machen möchte, aber heute möchte ich mit einem Team den Trumpf Booster anfangen. Das heißt, wir beginnen mit der Teams und Trumpf Booster von Bisaflor Jellybee. So, im Hintergrund könnt ihr eine Rainbow-Karte sehen. Diese 4 Karten habe ich gezogen aus den ersten beiden 10er-Sets Booster Nacht in Flammen, welche ich vom lieben Tim Elbert, verdammt günstig, 1,80 Euro pro Booster, erworben habe. Welches weitergeht, nachdem wir dieses 100-Abo-Special durch haben. Denn ich habe euch versprochen, sobald der 100. Abonnent Hanuro D vorhanden ist, öffnen wir sofort das 100-Abo-Special. Darum müssen wir das jetzt einmal zwischenpacken und durchziehen, bevor es dann, ich denke, am Montag weitergeht mit der 50 Booster-Komponente, da ich jetzt schon etliche Pokémon-Karten hier habe, welche sortiert werden müssen. Das ist so die Arbeit außerhalb der Videos, dass ich meine Pokémon-Karten sortiere. Ich habe alle doppelten Karten von 1 bis 809 in Nummern sortiert, dass ich, wenn jemand tauschen möchte, sofort schnellen Zugriff auf die richtige Karte habe. So, lasst uns nicht viel quatschen. Lasst uns anfangen, Superpuls zu ziehen. Und zwar öffnen wir jetzt den ersten Booster Teams und Trumpf mit Bisaflor Jellybee. In der Hoffnung, ja, Tag Team Karten. Ich habe schon, ich sag mal, viele Tag Team Karten. Aber habe auch eine Rainbow schon gezogen, eine Rainbow mir gekauft. Die ist auch schon da. Genau. Ich wünsche mir aber immer noch das Latias als Rainbow, weil ich denke, das müsste mit das mächtigste Tag Team sein. Ja, ich habe auch schon im ersten Video hiervon, glaube ich, gesagt und gefragt. Leute, wenn ihr eure eigene Tag Team Karte zusammenstellen könntet, dürftet und sie wird veröffentlicht, nehmt euch mal den Gedanken, seid mal so frei. Was wäre euer Tag Team? Wenn ihr Bock habt, eure Tag Team Karte zu malen, ey, dann schickt sie mir bitte, denn sie wird auf diesem Channel auf jeden Fall präsentiert und nur für eure Tag Team Karte. Genau, ich verspreche euch hiermit und jetzt, für jeden Abonnenten, der mir seine eigene Tag Team Karte malt und zuschickt, kommt ein extra Video, wo es nur um diese Tag Team Idee geht. Ja, meine persönliche Tag Team wäre natürlich, wie vielleicht nicht anders zu erwarten, ein Dragoran X-Ball als Tag Team. Aber ich denke, so weit würde es nie kommen. Aber schickt mir trotzdem eure Bilder, denn wir machen hier eure Tag Team Karte real. So, im ersten Booster geht's los mit der Stahlenergie. Einem Nokshan. Trainerunterstützer Jasmin. Einem Dragonier. Einem Voltoball. Hornio. Skaluk. Einem Dratini. Wow, wir haben Dratini und Dragonier in einem Booster. Ist das Zeichen, dass wir vielleicht Dragoran Holo, müsste in diesem Set vorhanden sein, dass wir Dragoran Holo als Pull haben? Ey, das wäre der Hammer. Wie ihr gerade gehört habt, Dragoran X-Ball, meine Favorite Pokémon. Ja, weiter geht's mit Zoroa. Dann haben wir Electroball Reverse. Nice, im Yoshi Art Design, Yoshi Artwork. Richtig krass. Und hinter Electroball verbirgt sich ein
Arktos Holo. Ist die Holo? Ja, Mann, die ist Holo. Geil. Also, erster Booster mit zwei Pulls, würde ich sagen. Ja, das ist eine Reverse Rare. Das wäre ein Punkt. Ich will einmal die Sleeves hier mir zur Seite legen, dass ich nicht die ganze Zeit auf meiner Tüte fummeln muss. Und ein Arktos Holo. Richtig nice. Die habe ich, glaube ich, als Reverse schon gezogen. Und ich weiß gar nicht, wer meine Videos verfolgt, würdest du wahrscheinlich schneller sagen können, als ich jetzt auf meine Gedanken rausfischen kann. Ich meine, die habe ich schon als Reverse gezogen. Ob ich die selber schon als Holo habe, weiß ich gar nicht. Wenn doch, wandert die sofort in den Tauschordner. Ja. Erster Booster, voll zufrieden. So kann es weitergehen. Liebes Blitzer, nutze deine elektrisierenden Kräfte, um uns nochmal zu schocken. Dann kommen wir zum nächsten Booster. Welcher scheinbar hier bleiben möchte. Und zwar zum Booster mit Silvaho drauf. Sonne und Mond Base. Dürfen wir sagen Sonne und Mond Base? Ja, oder? SM1 muss das sein, oder? Come on. So. Auch hier dürfen wir wieder 1, 2, 3, 4 Karten von hinten nach vorne. Und wir starten mit der Psychoenergie. Trainer-Item Rotom Pokédex. Dem Gufa. Dem Superball. Panzer Aeron. Ein Frubel. Alola Dicta. Wieder ein Dratini. Ein Sankabu. Alola Mauzi Reverse. Und hinter Alola Mauzi verbirgt sich ein Maskeregen als Regular Rare Karte. So, meine Sleeve. Ja, jede holographische Karte kommt bei mir sofort in eine Sleeve. Wenn ich es im Video nicht schaffe, dann keine Angst, sobald das Video vorbei ist, ist das immer meine erste Tat, die Karte in eine Sleeve zu packen. So, Pokémon Team Trumpf mit der Macht Gengas und Mimikmas. Welche, ich spule die Videos zurück. Ich glaube, im 15 Booster Team Trumpf Special war das, dass wir dem Booster eine Geschichte gegeben haben und ohne vorher zu wissen, was passiert, konnten wir vorhersagen, welche Tech-Team-Karte wir ziehen. Ganz spektakulär, mysteriös. Schaut euch das 15 Booster Teil im Team Trumpf unbedingt Video unbedingt an und lasst ein Like da. So, 4 Karten von hinten nach vorne. Und wir beginnen mit der Wasserenergie. Der Pflanzendisk. Ein Snobili-Card. Porenta. Ganz ruhig, Pokémon, ganz ruhig. Hier kommen alle dran. Ein Paras. Ein Watzapf. Ein Eliseba. Ein Shigi. Tentacha. Ponita Reverse. Und hinter Ponita verbirgt sich ein. Wollen wir langsam uns hervortappen oder wollen wir sie gleich wegziehen? Auf jeden Fall eine Psychokarte. 66 von 181. Egal, wir ziehen sie weg. Und zwar ist es ein Pantimos als Regular Rare Karte. Schade. Keine Tag Team Karte gezogen. Aber ein Ponita Reverse Holo. Somit kommen wir zum letzten Booster. Sturm am Firmament mit Jirashi auf dem Cover. Welches uns vielleicht mit Last Pack Magic doch noch den Superpull gönnt. So, auch hier wieder. 1, 2, 3, 4 Karten von hinten nach vorne. Und wir haben die Psychoenergie. Könnt ihr es sehen? Ein Meteno. Ein Junglud. Cool, das habe ich in dem Artwork noch gar nicht. Das freut mich, das freut mich. Aber hoffentlich ist das nicht die einzige Freude in diesem Booster. So, dann einmal Xenia. Sneebel. Ein Kindwurm. Ein Pupanze. Ein Tanhell. Ein Loturzel. Schluckweg Reverse und ganz schnell hinter verbirgt sich ein Moruda als Regular, ja, normale, Non-Holo, Rare-Karte. Schade, Blitzer. Ich habe gedacht, du kannst uns mehr schocken, im positiven Sinne. Und uns mehr Gänsehaut-Feeling geben, als es jetzt dann endlich scheinbar gekommen ist. Aber ich denke, wir können trotzdem zufrieden sein, da wir in jedem der drei Boxen... Wie mache ich das jetzt? Ja, ich zeige euch die Karten jetzt schon. Da ich gar nicht weiß, ob wir für ein weiteres Video die Tage Zeit bekommen. Da die Einzelmeisterschaften Eisenkugel vor Augen stehen und ich da ein bisschen Konzentration und Continence draufsetzen möchte, um vielleicht vor dem Schritt nach Stuttgart
noch einmal mich beweisen zu können. So, und zwar haben wir gezogen aus dem Blitzer GX Box. Blitzer GX. Ein Schluckweg Reverse. Ponita Reverse. Alola Mauti Reverse. Ein Arctos Holo. Richtig nice. Ich weiß nicht, könnt ihr den Holo-Effekt erkennen? So könnt ihr es sehen, oder? Richtig schöner Holo-Effekt, der aber schwer zu erkennen ist. Da ist gar nicht so glänzend, wie man es bei Arctos sich vorstellen möchte. Dann Electroball Reverse. Und wir kommen zur nächsten Box, und zwar der Flamara GX Box. Dann Leute, ein TV-Reporter Full Art. Das müsste, glaube ich, der Hyperpool gewesen sein aus diesen drei Boxen. Richtig nice. Dann haben wir einen Tour Talk Reverse. Ein Metang Reverse gezogen. Ein Skaluk Reverse. Trank Reverse. Und wir kommen zur Aquana GX Box. Dort haben wir gezogen einen Aquana GX. Ein Hooper GX. Come on! Das natürlich auch. Jetzt die Frage, über was freuen wir uns mehr? Hooper GX oder TV Reporter Full Art? Als Pokémon Trainer, welchen ich mich würde ich mich als Pokémon Trainer / Sammler nennen, ist die Trainerkarte für mich zweitrangig und ich würde mich auf jeden Fall für Hooper GX entscheiden als Superpull dieser drei Tinboxen. So, weiter geht's mit einem Brokkolos Holo, einem Zeraora Holo. Die ist auch schon doppelt vorhanden jetzt. Komm, wer Zeraora Holo braucht, soll mir eine E-Mail schreiben. Schickt mir einen Brief und lasst uns vorher über E-Mail abklären, wie wir tauschen wollen. Und Zeraora kann eure Karte werden. Ein Paras Reverse, ein Mizunda Reverse, Lavandia Reverse und Lebenskräuter Reverse. So Leute, das waren mein 100 Abo Special mit den drei Tinboxen Flamara, Blitzer, Aquana und den gerade gezeigten Karten als Puls. Leider sind zwei Abonnenten wieder von uns gegangen. Wenn wir es so sagen dürfen. Ich hoffe, aber die 100 werden schnell wieder aufgefüllt. Ja, der Brief gestern an Hanuro.de ist rausgegangen. Ich habe ihm zu der Autogrammkarte noch einen kleinen Bonus hinzugefügt. Vielleicht kann er uns ja in einem Kommentar oder in einem eigenen Video, welches er vielleicht über meinen Channel streamt, uns zeigen und sagen, was dabei war und ob er sich gefreut hat. Drum, Leute, ich kann euch nur spoilern. Der liebe Osterhase war auch schon da. Also ich, und hat mir und meinem Sohn jeweils eine Pikachu Zekrom Tinbox besorgt, welche wir natürlich erst zu Ostern vom Osterhasen bekommen, wo ich euch aber jetzt schon versprechen kann, dass das wird das First Battle auf dem Pokémoney Poke Channel auf YouTube, denn mein Sohn und ich werden nach den Punktesystem der anderen YouTuber wie Zero, Flushy TCG, Pokemaxi, PokeJM, Card Buddies und vielen anderen YouTubern werden wir nach dem Punktesystem ein Duell ausführen, welches, glaube ich, majestätisch wird. Denn ihr wisst, mein Sohn hat so viel Packlack, da könnte eine ganze Familie von leben. Come on. Und ja, lasst ein Like da, empfiehlt mich weiter. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, checkt mir euer Abo. Und ihr werdet zu diesem Channel gehören. Denn ihr seid nicht einfach nur Abonnenten. Nein, ich nehme euch in meine YouTube-Familie auf. Wir werden gute Freunde und werden zusammen den Weg durchs Land der Pokémon beschreiten. Bis zum nächsten Video. Euer Pokémoni.